Leute, gerade das Spiel ist so schlecht, was jetzt folgt, dass es nicht mehr feierlich ist und sich das Programm gerade abgeschmiert hat und das jetzt ganz und gar nicht mehr so wirklich blind ist. Es geht um die World Search. Das ist das Rätsel für diesen Sonntag, das ich nochmal aufnehmen muss, weil die Dings meinte, nö, ich nehme dich nicht auf. Deswegen ich mal kurz überprüfen müsste. Kann ich das irgendwie machen? Ja, da hat sich eine Datei erstellt, das ist gut. Ich hoffe, das ist die jetzt. So, The Great Wilder Search, für dieses Sonntag. Let's Wilder, ja. Ich fordere das Spiel komplett in normal, kurz mal durchgespielt. Da erwartet euch jetzt ein sehr kurzes Spiel. Wir werden auch natürlich auf Expert spielen, damit ich auch ein bisschen neu hab. Ihr kennt vielleicht die Waldo-Serie, ich weiß es nicht. Also die Waldo-Bücher, die habe ich damals immer gehabt. Da kann man halt so ein bisschen gucken und machen, tun. Man muss halt ein paar Sachen suchen, die wir da unten übrigens wunderbar aufgelistet sehen. Ich muss jetzt schon vorneweg sagen, ich habe noch nie so ein schlechtes Spiel gesehen. Ich hatte die Bücher damals als Kind immer, weil als Kind hatte man die halt. Da war man nicht wirklich aus auf mal Bücher. Was? Hurry, finde Clue. Was? Was soll ich wissen? Was soll ich finden? Hä? Was wollen die von mir? Okay. Ich habe keinen Plan, was sie gerade von mir wollten. Entschuldige Spiel, aber. Vorbei, das wird Auto gekappt. Ja, das habe ich richtig gemacht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich spiele sowieso ziemlich bescheiden. Also im Vergleich zu letzte Woche. South Park, was ja auch schon nicht gerade gut war, ist das hier nochmal eine ganze Ecke schlimmer. Und ich muss ein bisschen mehr suchen als im normalen Modus. Das gebe ich schon mal gerne zu. Das ist auf jeden Fall Waldo. Wir noch diese Pergamentrolle finden. Die da ist. So. Ah, die Musik ist nervig. Die ist nervig. Hört sich total blechern an und ist total mies. Hallo, Waldo, der da unten schon steht. Hallo, hallo. Da ist eine Uhr. Da sind Punkte. Da ist das. Meine Stimme macht gerade ein Two-Ended Spare. Spare, okay. Rock with an. Da. Okay, das verstehe ich vielleicht ein bisschen mehr als vorhin. Sollen wir nur noch Dings finden? Die Pergamentrolle und vielleicht noch eine Uhr oder so. Da oben sind noch Punkte. Und eine Uhr. Da unten ist ein Hund. Das ist ein kleines Minispiel im Sch in Minispiel. So, jetzt müssen wir noch die Pergamentrolle finden und Punkte. Punkte! Vielleicht kann ich euch diesmal ein bisschen mehr zeigen, da ich jetzt hier im Expert-Modus bin. Was ist das denn? Okay.
Irgendwas ist das, aber ich weiß es nicht, was. Das sind die Pergamentrolle, hä? Ich bin vorhin so durchgegangen, aber ich will euch nicht unbedingt damit auffoltern, dass ich nochmal dasselbe Level mache und so durchgehe. Weil die versteckten, die Sachen sind ja nicht anders versteckt. Das ist ja das Problem im Spiel, denke ich mal. Du kannst hier spielen, kannst es nur einmal wirklich spielen. Was ist das Ding denn? Ich sehe das Ding nicht. Bin ich so schlecht? Bestimmt habt ihr schon längst gesehen oder so. Okay, Zeit ist ja abgelaufen. Warum ist ein Totenkopf? Ich gehe Game Over in so einem Kackspiel. Ich glaub's ja nicht. Das hat doch eben so gut geklappt. Das ist. Ich bin erstaunt. Jetzt bestimmt schon Ewigkeiten gesehen. Ach so, die Uhren sind dafür da, dass ich. Das ist ja mal leicht. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt, wo das Ding sein könnte. Da! Ach, du hast die Scheiße versteckt, du Arschteil. Arschloch. Und jetzt kommen die. Was weiß ich. Was das sein sollen. Die die Feuerwehr. Blaumantel Gang ist das jetzt. Blue Monk Pouring Fire. Achso. Ah, okay. Punkte. Klingt so ein bisschen wie Star Wars hier. So ein kleines bisschen. Blue Monk and Blue Shield, okay. Da. Nein. Da. Da, da. Da unten. Ah, der da. Okay. Hab nicht richtig gelesen, sorry. So. Ha. Baldo versteckt sich wieder sehr ausgezeichnet. Da ist auf jeden Fall die Schriftrolle. Da ist noch eine Uhr. Da ist der Hund. So, 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 so. Bam, bam. Bam, bam. Wee, 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 wee. Ich kann fliegen auf einen Teppich. Da ist auch noch Waldo. Hallo Waldo. So. Alles meine Punkte. Und jetzt kommt der fette Riese mit seinen anderen fetten Riesenfreunden. Schön, dass sich das Level-Design kein bisschen ändert. Da ist auf jeden Fall Waldo. Da ist der Hund. Mich wundert es gerade bei diesem Spiel übrigens kein bisschen, dass THQ nicht mehr da ist. Die haben ja die haben ja immer Lizenzspiele gemacht, aber teilweise richtig schlechte. Wie nicht gute Spiele. Sie hatten gute, das muss ich. Das gebe ich mal gerne zu, weil The Blob zum Beispiel hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist einer der wenigen Spiele, die man wirklich echt spielen kann. Blaues Schild. Blaues Schild ist da. So. The Blob war echt ein wunderbares Spiel. Ich habe es echt gern gespielt. Ich weiß nicht, ob SpongeBob und seine Freunde auch von denen kamen. Das war nämlich auch ziemlich lustig. Zumindest zu Nerd. Vielleicht folgt dazu noch irgendwann mal ein Let's Play. Ich weiß es nicht. Bin mir bei allem noch nicht sicher. Also, ich weiß, dass ich manche Projekte auf jeden Fall machen möchte. Zum Beispiel die Pokémon-Spiele kommen noch nach und nach. Soll Chevy Relax. Okay.
Soldaten mit drei Beinen. Da. Ja, das ist schon mal sicher, dass die Pokémon-Spieler alle durchkommen. Mein Lieblings-Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess und Link's Awakening werden auch noch folgen. Die sind schon fest geplant, die kommen auch nach und nach nach den nächsten Projekten. Wann genau diese kommen, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr. Das bin ich sicher. Feuerrot kommt auf jeden Fall nochmal ein Replay zu. Diese Nasdaq-Version, ich weiß gerade echt nicht, wo das blöde Ding ist. Ich finde die Pergamentrolle nicht. Nee. Ha, die Pergamentrolle ist so eine Sache. Die ist gut versteckt. Das gebe ich gerne zu. Das ist ein ziemlich komischer Speer. Ich mag die Musik nicht. Die Musik regt mich auf. Die lenkt mich ab. Keine Ahnung, dass es aufhört. Das ist gerade echt eine schöne Frage, was ist. Nämlich nicht so gut. Ich will aus dem Level raus. Warum möchte ich hier nur raus? Ich bin doch total schlecht. Warum will ich hier sein? Gut. Von wollen ist hier sowieso nicht die Rede. Ist irgendwo in den Wolken oder sowas? Der hat einen Bart. Der Bart sieht komisch aus. Das ist ja komisch. Was ist das blöde Teil? Ihr habt es bestimmt schon längst erkannt, aber ich... vergebens. Das ist gerade so ein bisschen fragwürdig. Gibt's das Ding nicht oder ist er passt oder könnte jetzt das Spiel zu Ende übrigens. Da! Da war... Okay. That's Waldo. Jetzt müssen wir Waldo selber suchen. Was ein Spaß. Also wir müssen einen suchen, der eine andere Sache hat. Die wir schon haben. Der hatte hier kein Dings. Jetzt kommt natürlich wieder unser Verderben. Die legendäre Schriftrolle. Die legendäre Schriftrolle ist versteckt. Finde ich sie jetzt? Oder finde ich sie nicht? Das wäre perfekt. Eigentlich nicht. Diese blöde Schriftrolle. Kann ich echt nicht leiden. Bam, bam, ba, da, da, da. Ja.
ich eine Schriftrolle wäre, wo wäre ich dann? Es ist gerade echt ein bisschen überfragt. Better luck next time, you didn't win, but you did score. Und wir kriegen doch trotzdem die Credits, obwohl wir es nicht ganz geschafft haben. Aber danke, dass ihr dabei gewesen seid. Diese Leute da, das sind keine Programmierer. Sie haben alle versagt. Bis dann und tschüss.